In einem kürzlich veröffentlichten Interview wurden Reggie, COO von Nintendo of America, Fragen zu Nintendos neuester Konsole sowie der 3DS-Familie gestellt. So sagt er, dass Nintendos einzigartige und unterschiedliche Herangehensweise bei der Nintendo Switch funktioniert. So hält sich das Momentum der Konsole und die starke Nachfrage seit März bis in das Black Friday-Wochenende und nun auch in die Weihnachtszeit. Dabei sei die Lieferung der Konsolen an die Händler konstant gewährleistet. Sollte man in den USA wohnen und dort verzweifelt nach einer Nintendo Switch suchen. So hat Reggie einen Tipp für diese Person. Das Klügste wäre, die verschiedensten Läden der Umgebung abzuklappern. Er selbst ging in die verschiedensten Ketten an einem Morgen und konnte schon im nahegelegenen GameStop eine Konsole finden. Zudem sei er auf der Website von Target, dass diese die Konsole gerade auf Lager hatten. Allerdings hätten einige Einzelhändler das Produkt eventuell nur lokal und nicht online verfügbar. Der Trick ist einfach nur, sich umzuschauen und zu recherchieren. Sollte ein Konsument eine Nintendo Switch wollen und sie im Ladenregal sehen, dann muss er sie dort sofort kaufen. Dies begründet er damit, dass wir uns Weihnachten nähern und es immer schwieriger wird, eine neue Konsole zu ergattern. Reggie empfiehlt, keinem bis zum 23. oder 24. Dezember zu warten, weil man zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich keinen Nintendo Switch mehr finden wird. Auch äußerte sich der COO zu den diesjährigen Nintendo 3DS-Verkaufszahlen. Die Handheld-Konsole sei auf einem guten Weg, dieses Jahr mehr Einheiten abzusetzen als letztes Jahr. Er findet es unglaublich, wie oft sich das Gerät selbst am 7. Weihnachtsgeschäft noch verkauft. Was denkt ihr über Reggies Aussagen? Findet ihr seine Tipps nützlich und seid ihr über den Erfolg vom Nintendo 3DS überrascht?